was empty and my heart was dead. Dry and hungry on the inside. I didn't know that I was all alone. Walking through the dark with no light. But you reached out and pulled me into your heart. And you gave my broken life a brand new start. To testify the way you saved me, the way you changed me, the name you gave. Jeden Montag treffen wir uns als Kernteam mit unseren momentan 8 einheimischen Mitarbeitern. Das Zusammenessen und Austauschen gehört natürlich dazu. Meistens endet sie gemeinsam am Lachen, weil alle irgendetwas Lustiges erzählen. Nach dem Essenabend geht es in eine vertiefte Zeit vom Austausch in geistlichen Themen. Meistens öffnen sie sich mit Themen, die sie gerade beschäftigt aus ihrem Lebensumfeld, und wir können zusammen eintauchen ins Leben im Settlement. Das Zentrale des Abends aber ist immer Jesus. Es soll nicht nur um unsere Missionarsarbeit gehen und auch nicht nur um gute Gemeinschaft, sondern darum, dass wir alle Jesus jedes Mal ein Stückchen näher dürfen kommen, egal auf welche Art. Wir glauben, Veränderung kommt von innen nach außen und darum ist es uns mega wichtig, dass wir in dieser Kerngruppe dürfen gemeinsame Prozesse gehen dürfen, die schlussendlich auch gegen aussen Veränderung bringt. Zu hören und zu sehen, wie alle im Glauben wachsen, ist unsere Riesenfreude. Weil schlussendlich fließt, was in unserer Kerngruppe läuft und was wir leben, weiter in das Leben von unseren jugendlichen Mitarbeitern und schlussendlich auch zu unseren Kindern in den Settlements. Es ist also ein Jüngerschaftssetting, wo jedes darf auftanken, sich Jesus darf öffnen und mehr gegen wie mehr darf entdecken, was uns Jesus eigentlich geschenkt hat. Ja, und wir sind gespannt, was sich alles wird bewegen und tun, wenn wir uns der Liebe vom Vater einfach öffnen und ihm Raum geben, zu wirken. Jesus, you don't.